Heute Abend habe ich mir gedacht, nochmal das Thema aufzugreifen, was ich eben heute Morgen angesprochen habe, der Bereich der Gefühlsbetrachtung und heute auch in den Gruppengesprächen und natürlich viele Beiträge und so weiter hatten auch was natürlich direkt mit diesem Thema zu tun, wie man also mit den unterschiedlichen Gefühlsschattierungen, Gefühlseindrücken, herausfordernden Gefühlen und so weiter umgeht. Und dann habe ich mir gedacht, heute Abend zu beginnen mit einer Passage aus dem Pali-Kanon, also aus den Lehrreden, wo es ein Gleichnis, wo der Buddha ein Gleichnis verwendet in Bezug auf die Gefühle. Und dieses Gleichnis heißt der Pfeil. Der spricht also wieder die Mönche an. Bhikkhus, der unerfahrene, gewöhnliche Mensch, empfindet ein angenehmes Gefühl, ein schmerzhaftes Gefühl, ein weder angenehmes noch schmerzhaftes Gefühl. Auch der erfahrene, edle Schüler empfindet ebenfalls ein angenehmes, ein unangenehmes und ein weder angenehmes noch unangenehmes Gefühl, also neutrales Gefühl. Was ist da nun, ihr Mönche, die Besonderheit, die Verschiedenheit, der Unterschied zwischen einem edlen Schüler und einem unerfahrenen, gewöhnlichen Menschen? Ehrwürdiger Herr, unsere Belehrungen wurzeln im Erhabenen und werden vom Erhabenen angeleitet. Es wäre gut, wenn der Erhabene die Bedeutung dieses Statements klarstellen würde. Wenn Sie es von Ihnen gehört haben, werden sich die Mönche daran erinnern. Also das sagen die Bhikkhus. Der Buddha sagt, wird da ihr Mönche, der nicht instruierte, gewöhnliche Mensch, von einem schmerzhaften Gefühl heimgesucht, dann ist er traurig, beklommen und jammert. Er weint, indem er sich an die Brust schlägt und gerät in Verwirrung. Er empfindet zweierlei Arten von Gefühlen, ein körperliches und ein mentales. Angenommen, ein Mann würde von einem Pfeil angeschossen und dann würde man ihn unmittelbar danach gleich mit einem zweiten Pfeil anschießen, sodass dieser Mann ein Gefühl empfände, welches von den beiden Pfeilen verursacht wäre. Ebenso verhält es sich, wenn der nicht unterwiesene gewöhnliche Mensch von einem schmerzhaften Gefühl heimgesucht wird. Er empfindet zwei Gefühle, ein körperliches und ein mentales, oder man könnte auch sagen, ein primäres und ein sekundäres, unangenehmes Gefühl. Indem er von jenem schmerzhaften Gefühl berührt wird, hegt er Aversionen dagegen, oder er leistet Widerstand, in anderen Worten. Wenn er gegenüber jenem schmerzhaften Gefühl Aversionen hegt, dann steht die latente Tendenz der Aversion gegenüber schmerzhaften Gefühl dahinter. Dann wird der Hang zum Widerstand gegen das Wehegefühl angelegt oder bestärkt. Wenn er von einem schmerzhaften Gefühl berührt, wird er von einem schmerzhaften Gefühl berührt, dann sucht er Erbauung in Sinnesvergnügen. Und warum? Weil der unerfahrene, gewöhnliche Mensch kein anderes Entrinnen von diesem schmerzhaften Gefühl kennt als die Sinnesfreude. Wenn er nach Erbauung an Sinnesvergnügen sucht, dann steht die latente Tendenz nach Lustgewinn durch angenehmes Gefühl dahinter. In Klammern, der Hang zum Sinnesreiz wird angelegt und verstärkt. Er versteht nicht der Wirklichkeit gemäß den Ursprung und das Vergehen, die Erfüllung, die Gefahr und das Entrinnen im Falle dieser Gefühle. Wenn er diese Dinge nicht versteht, dann steckt die latente Tendenz zur Unwissenheit in Bezug auf weder angenehme noch unangenehme Gefühle dahinter. Dann wird also der Hang zur Unwissenheit angelegt und verstärkt. Wenn er ein angenehmes Gefühl empfindet, dann fühlt er es auf anhaftende Weise, in Klammern als Gefesselter. Fühlt er ein schmerzhaftes Gefühl, dann fühlt er es auf anhaftende Weise. Fühlt er ein weder noch Gefühl, dann fühlt er es auf anhaftende Weise. So jemand wird als unerfahrener, gewöhnlicher Mensch bezeichnet, der an Geburt, Altern und Tod anhaftet oder der davon gefesselt ist, der an Trauer, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung anhaftet und der ans Leiden gefesselt ist. Bhikkhus, wird aber der erfahrene edle Jünger von einem schmerzhaften Gefühl getroffen, dann ist er nicht traurig, beklommen und jammert nicht. Er schlägt sich nicht weinend vor die Brust und gerät nicht in Verwirrung. Damit sind also diejenigen gemeint, die zwei höchsten Stufen des Erwachens verwirklicht haben, also Arahants und Anagamis, da sich also keine Aversionen mehr manifestieren. Sie haben also zwar noch Dukkha Vedana, also unangenehme Gefühle, schmerzhafte Gefühle, aber also als primäres Gefühl, aber kein sekundäres, kein schmerzhaftes mentales Gefühl mehr. Er spürt ein Gefühl, mit Betonung auf ein Gefühl, und zwar ein körperliches und kein mentales.
Angenommen, man würde einen Mann mit einem Pfeil treffen, man würde aber nicht gleich danach einen zweiten Pfeil auf ihn abschießen. Dann würde dieser Mann folglich nur das Gefühl empfinden, welches von einem Pfeil verursacht wurde. Ebenso wird der belehrte edle Schüler nur ein Gefühl empfinden, und zwar ein körperliches und kein mentales, wenn er von einem schmerzhaften Gefühl betroffen ist. Er ist also nicht traurig, etc., etc., etc. Wenn er vom gleichen schmerzhaften Gefühl berührt wird, dann hegt er keinen Groll und keine Aversion dagegen. Der gegenüber schmerzhaften Gefühl keine Aversion hegt, so steckt die latente Tendenz zur Aversion oder der Hang zum Widerstand gegenüber schmerzhaften Gefühlen nicht dahinter. Wird er von einem schmerzhaften Gefühl berührt, so sucht er keine Erbauung in Sinnesvergnügen. Und warum? Weil der gut unterrichtete, edle Schüler einen anderen Ausweg von schmerzhaften Gefühlen kennt als das Sinnesvergnügen. Da er keine Erbauung in Sinnesvergnügen sucht, so liegt auch nicht die latente Tendenz dahinter, sich an angenehmen Gefühlen zu laben. Er versteht der Wirklichkeit gemäß den Ursprung und das Vergehen, die Befriedigung, die Gefahr und das Entrinnen im Falle dieser Gefühle. Und da er diese Dinge versteht, so liegt die latente Tendenz zur Unwissenheit bezüglich weder schmerzhaft noch angenehmen Gefühlen nicht hinter all diesem. Wenn er ein angenehmes Gefühl erfährt, dann fühlt er es losgelöst, also nicht anhaftend. Wenn er ein schmerzhaftes Gefühl erfährt, dann fühlt er es losgelöst. Wenn er ein weder noch Gefühl empfindet, dann fühlt er es losgelöst. So jemanden, Bhikkhus, bezeichnet man als edlen Schüler. Er ist losgelöst von Geburt, Altern und Tod. Er ist losgelöst von Trauer, Jammern, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung. Er ist losgelöst vom Leiden, so sage ich. Das ist also so eine kleine Ausführung, eine Passage, die der Buddha zu diesem Thema anzubieten hat, zum Thema der Gefühle. Und denke, durchaus sehr klar, denke ich, ne, sehr klar und aufschlussreich, obwohl vielleicht manche denken mögen, okay, es bezieht sich jetzt hier auf diejenigen Wesen, die also die zwei höchsten Stufen der Verwirklichung erreicht haben. Man könnte sagen, was hat das mit mir zu tun? Aber ich denke, es lässt sich trotzdem übertragen, ne? So diese, einfach die, auch diese Überlegung oder es einfach so, sozusagen im eigenen Programm mit drin zu haben, dass es sowohl als ein primäres als auch ein sekundäres Gefühl gibt. Oder eine primäre Form von Dukkha und eine sekundäre Form, ne? Die primäre Form von Dukkha ist einfach nur Dukkha Vedana, also unangenehme Gefühle. Und das sekundäre ist also dann, dann ein Anstand, sich vor die Brust zu schlagen. Und ja, es ist ein bisschen eben dramatisierend hier ausgedrückt, aber es muss gar nicht so weit gehen, ne, dass man anfängt, sich an die Brust zu schlagen, zu verzweifeln, sondern es geht ja schon im milden Sinne los, wenn wir also nicht lernen zu unterscheiden, ne, zwischen den primären Eindrücken und dann dem, was man hier bezeichnen könnte als sekundäres oder ein körperliches und ein mentales, ne. Und ich denke, das ist vielleicht noch, könnte man vielleicht sogar sagen, dass es gewissermaßen einfacher ist, ne, diese Unterscheidung zu treffen, wenn man körperliche Schmerzen erfährt, ne, irgendwelche Unpässlichkeiten hat, als wenn es zum Beispiel eine Unpässlichkeit ist, die einfach aus dem Geist kommt, also eine mentale Unpässlichkeit, ein mentales Leiden. Da zu unterscheiden, ne, was ist das Primäre, was ist das Sekundäre, was ist einfach nur, ne, einfach ein Eindruck, der aufgrund von bestimmten Bedingungen, die oft eben unerfindlich sind aus der Vergangenheit, eben jetzt, hier und jetzt entstanden ist. Und wie ist mein Bezug dazu? Ne? Mache ich daraus eben etwas Sekundäres? Kriege ich daraus einen Riesenwust an wirklichem Leid, ne, wirklichem Dukkha? Hier in einer Stelle hier wird davon gesprochen, dass also der unerfahrene, gewöhnliche Mensch kein anderes Entrinnen von diesem schmerzhaften Gefühl kennt als die Sinnesfreuden. Also das kann eine Strategie sein, ne? Dass man jetzt dann diese Orientierung nimmt, dass man sich ausschließlich auf die angenehme Seite der Sinnesfreuden sich versucht zu konzentrieren, zu fokussieren im Leben, in der Hoffnung und so, dass irgendwann dann die unangenehmen Eindrücke verschwinden werden.
sowohl die unangenehmen physischen Eindrücke als auch die unangenehmen mentalen Eindrücke. Und ich glaube, wie viele Menschen merken, die sich also mit diesem Thema so ein bisschen länger beschäftigt haben, ist das ein ziemlich hoffnungsloses Unterfangen, ne? Also in den Sinnesfreuden praktisch einen Ausweg zu suchen aus den Eindrücken, die für uns unbefriedigend sind, herausfordernd sind, schmerzhaft sind und so weiter. Und das Entrinnen eben besteht anhand oder laut der buddhistischen Lehre aus dem Praxispfad, eben aus der Meditation, aus der Meditation der Sammlung, des gesammelten Geistes und dann eben dem achtfachen Pfad, in dem Pfad, den der Buddha dann dargelegt hat und empfohlen hat, wie also wirklich man aus diesen Mustern des Leidschaffens sich befreien kann, ein für alle Mal und nicht nur eben als kurzfristige, temporäre Angelegenheit. Nur das können uns manchmal eben die Sinnesfreuden suggerieren, wenn wir uns darin ergehen, dann ist also temporär kein Leid, kein Dukkha, ein mentales Dukkha jedenfalls vorhanden. Aber eben diese Dinge sind sehr kurzlebig, sehr flüchtig, sehr überaus vergänglich. Und auch die Wiederholung und das Vertauschen von Sinnesobjekten, Sinneseindrücken, Sinnesbereichen und so weiter scheint einfach dieses Thema nicht für uns zu beenden. Und dann natürlich die Aufforderung ist dann mal zu schauen, ne, wie weit wir also etwas tun können, um uns von diesem zweiten Pfeil, von dem Schmerz dieses zweiten Pfeiles zu befreien durch unsere kontemplative Praxis. Und hier ist ein sehr wichtiger Hinweis, eben am Ende dieses kleinen Artikels, dieser kleinen kurzen Lehrrede. Wenn er ein angenehmes Gefühl erfährt, dann fühlt er es losgelöst, also in anderen Worten nicht Anhaftung. Das heißt also, losgelöst ist losgelöst zu empfinden. Was bedeutet das? Ich habe in einigen der Gruppengespräche so diesen Begriff aufgebracht von den losgelösten Nähe. Das ist so ein Begriff, der mir im Englischen begegnet. Detached intimacy. Also, dass man auf der einen Seite sich natürlich für auch die Dinge interessiert, gerade auch für das Unangenehme interessiert, sich also nicht in die Sinnesfreuden flüchtet als Alternative, als Ausweg, sondern eben durchaus einen Bezug herstellt, ne? Sich auch getraut, da wirklich ein bisschen nah bei zu bleiben. Aber eben mit einem gewissen Vorbehalt, ne? Mit dieser losgelösten, nicht anhaftenden Haltung. Und auf diese Art und Weise kann es gelingen, dass sie also wirklich einen ganz nüchternen Blick haben auf die Angelegenheit. Ne? Was ist da an primärem Schmerz? Was ist einfach aufgetaucht aufgrund von Bedingtheiten, Bedingungen, über die ich überhaupt keinen Einfluss habe? Ist einfach, ne? Jetzt hier, direkt vor mir. Es gibt keinen Weg, keinen anderen Weg mehr dran vorbei. Also nehme ich das als Aufforderung an, ne? Als Möglichkeit, mich damit zu beschäftigen, das genau zu betrachten, das genau zu fühlen. Und hier steht ja noch, nicht nur betrachten, sondern er fühlt es losgelöst. Also fühlt es auf der Basis der Nichtanhaftung. Und das bedeutet jetzt, für Leute, die jetzt keine Anagamis sind und Arahants, die also noch nicht die Verwirklichte sind, bedeutet das vielleicht ein bisschen Versuch und Irrtum, ne? Dass man sich zu diesem Thema langsam und allmählich annähert und durchaus auch in Extreme fällt, also dass das mit der Loslösung nicht so ganz gelingt, dass wir sehr schnell wieder in eine Haltung von Aversion verfallen, Widerstand und es einfach nicht haben wollen, nicht tolerieren können, es einfach loswerden wollen. Und eben in der Lehrrede über die vier edlen Wahrheiten spricht der Buddha davon, den Ursachen eben, die für Dukkha, eben jetzt mentales Dukkha verantwortlich sind, bestehen aus drei verschiedenen Formen. Ne? Einmal ist es die drei verschiedenen Formen des Begehrens, das Sinnesbegehren, und dann das Begehren nach etwas anderem als das, was wir haben, oder das Begehren, etwas, was wir haben, loswerden zu wollen. Und das bezieht sich jetzt nicht so sehr auf unseren Besitz, unsere Besitztümer, sondern es bezieht sich auf Zustände, die wir erfahren. Ne? Zustände, die wir uns gerne wünschen, die noch nicht da sind. Und wir sehnen uns danach und versuchen irgendwie, diese Zustände
herbeizuführen, herbeizuschaffen, uns natürlich auch äußere Objekte zu beschaffen, in bestimmte Situationen begeben, wo eben diese angenehmen Zustände, diese angenehmen Gefühle dann hoffentlich auftreten werden. Oder wenn etwas uns missfällt, ein Zustand uns missfällt, versuchen wir mit aller Macht, ihn loszuwerden. Und diese Form des vom Tanha, oder spricht vom Kama Tanha, Bhava Tanha, Vibhava Tanha, also Sinnesbegehren, das in der Zukunft sich einen angenehmen Zustand mit aller Macht herbeiwünschen, kreieren wollen und eben mit aller Macht vermeiden wollen, einen Zustand, den man bereits hat, den also verdrängen wollen, ausrotten wollen, aufgrund von Willensanstrengung. Ne? Sehr oft sind wir dann natürlich mit unserem eigenen Willen unterwegs und wie erfolgreich sind wir damit? Ne? Wie effektiv ist das? Wie real ist es davon zu erwarten, dass das uns dann an das Ende von diesem zweiten Gefühl, ne, dem sekundären Gefühl führt, also der Befreiung von Dukkha. Dieses Gleichnis des Pfeils, es gibt noch ein anderes Gleichnis von einem Pfeil, was in den buddhistischen Kontext auftaucht. Und das geht dann so mehr in die Richtung, die es auch jetzt im Retreat aufgetaucht haben, so mehr so in die Frage der Warum-Fragen und Wieso-Fragen und dass man so erstmal so alle möglichen Antworten beantwortet haben möchte, bevor man sich, ne, um das eigentliche Thema, was direkt da ist, bevor man sich darum kümmert. Und das ist so eine Begegnung, die der Buddha hat mit so einem Philosophen, der allerdings Interesse hatte, ein Schüler des Buddha zu werden, aber er hatte dann, als er dem Buddha begegnet, ihm so Bedingungen gestellt. Also, ja, ich habe von deiner Lehre gehört und das hört sich alles sehr inspirierend an, aber du musst mir erst ein paar wichtige Fragen beantworten, ehe ich mich darauf einlassen kann, dein Schüler zu werden. Und diese Fragen waren dann eben so, man könnte sagen, weltanschauliche Fragen. Ist die Welt ewig oder eben nicht ewig? Ist das Universum endlich oder ist es unendlich? Ist die Seele etwas Verschiedenes vom Körper oder ist sie das Gleiche wie der Körper? Geht ein Tathagata, also ein Buddha, wenn er, existiert er nach seinem Tod oder existiert er nicht nach seinem Tod? Also diese Fragen, die sind für mich wirklich wichtig. Und erst wenn du mir die beantwortet hast, zu meiner Befriedigung natürlich, dann werde ich dein Schüler werden, um Zuflucht bitten. Und der Buddha hat ihm dann einen ziemlichen Rüffel gegeben und ihn darauf aufmerksam gemacht, dass es ein bisschen vermessen ist, ne, solche Bedingungen zu stellen. Und hat dann auf ein anderes Bild benutzt, eben von einem Pfeilgleichnis, wo er davon sprach, dass es also ebenfalls jemanden gegeben hat, der von einem Pfeil angeschossen worden ist, irgendwo in der Wildnis, und er weiß nicht, wer das gewesen ist. Er hat aber Begleiter bei sich, die sich also gleich um ihn kümmern, weil er diesen Pfeil im Körper hat. Und er sagt dann aber zu seinen Begleitern, da ist sogar ein Arzt dabei, sagt aber halt, tut nichts. Erstmal brauche ich ganz wichtige Informationen. Erstmal möchte ich wissen, überhaupt, wer hat diesen Pfeil abgeschossen? Ne? Was war das für eine Person? War das ein Mann oder war das eine Frau? Ich möchte gerne auch zusätzlich wissen, den Hintergrund dieser Person, aus welcher Kaste war, und damals in einer der verschiedenen Kasten gab. Es ist aus der Brahmanenkaste, aus der Kriegerkaste, aus der Kaufmannskaste oder aus der unteren Kaste. Das ist wichtig für mich zu wissen. Und dann möchte ich natürlich ebenfalls wissen und Informationen haben über die Beschaffenheit des Pfeils, den er auf mich abgeschossen hat. Was ist das für ein Material? Was für ein Holz ist das gewesen, aus dem dieser Pfeil gemacht worden ist? Und die Pfeilspitze, ja, was ist das für eine Metalllegierung, aus dem diese Pfeilspitze angefertigt worden ist? Und auch die Schwanzspitze, das Schwanzende des Pfeils, was sind das für Federn gewesen? Waren das Gänsefedern oder Taubenfedern oder Pfauenfedern? Oder, das ist sehr wichtig, das muss ich alles erst noch von euch wissen. Und auch natürlich der Bogen, klar, auch noch, der ist ja auch aus Holz gefertigt. Was ist das für ein Holz gewesen? Und die Sehne, die Bogensehne, aus was für einem Tier, aus was für einer Haut, von was für einem Tier ist diese Sehne angefertigt worden? Und wenn ihr mir diese Fragen beantwortet habt, dann dürft ihr mir den Pfeil aus der Haut ziehen. Und natürlich, wahrscheinlich
hat er auch noch eine Frage gestellt, was das für ein Gift ist, was da jetzt auf der Pfeilspitze war, was da jetzt schon mittlerweile in seinem Körper arbeitet. Der Pfeil war auch noch zusätzlich mit Gift bestrichen. Also und diese Analogie hat er also benutzt, um eben diesen Malunkya Buddha, diesen Asketen oder Philosophen darauf aufmerksam zu machen. Ja, das sind alles sehr interessante Fragen, aber ne, was ist das Entscheidende, was ist das wirklich Essentielle und existenziell Dringliche, wenn es eben um unser eigenes, um unseren eigenen Schmerz geht, um unser eigenes Dukkha geht. Ne? Willst du dich sehr lange mit solchen Fragen aufhalten, mit weltanschaulichen Fragen, philosophischen Fragen, religiösen Fragen, spirituellen Fragen oder eben mit Warum-Fragen, die wir oft haben. Warum denn ausgerechnet jetzt diesen Schmerz und wieso, woher kommt das denn, was sind denn meine Ursachen? Und ist das irgendwie, kommt das aus meiner Kindheit, das ist irgendwie ein Trauma oder was ist da irgendwie schiefgelaufen oder vielleicht ist irgendwie irgendwelche Umwelteinflüsse oder meine Ernährungsgewohnheiten oder was auch immer und so fort. Ne? Nicht, dass es in bestimmten Situationen angemessen sein kann, angebracht sein kann, sich natürlich, wenn man krank geworden ist, nach den Ursachen zu erkunden, das ist damit nicht gemeint. Aber die Tendenz, die wir, glaube ich, auch alle kennen, ne, so den direkten Eindruck, den wir haben, also da sticht's, da tut's weh, ne, da ist ein ganz deutlich wahrnehmbarer Schmerz in meinem Herz, in diesem Sinne, ne, nicht unbedingt im Körper. Und was ist die effektivste Methode, um diesen Herzschmerz zu entfernen, also auf eine geschickte Art und Weise zu entfernen? Natürlich nicht mit Gewalt oder auf der Basis von Widerstand, sondern auf eine Art und Weise, die geprägt ist von Achtsamkeit und Weisheit. Ne? Und das sind die Empfehlungen, die jetzt, wenn wir dieses Beispiel übertragen würden, jetzt in unsere heutige Welt, in unsere Situation, ne? Wo wir es nicht mit vergifteten Pfeilen zu tun haben oder so, sondern mit Dingen, die in uns entstehen, während wir hier still in der Meditation sitzen. Ne? Die Pfeile, die auftauchen aus dem eigenen Gemüt, diese unangenehmen Dinge, die Speerspitzen und Pfeilspitzen. Oh, das ist aber jetzt nur, oh, das mag ich aber gar nicht. Und das, was ist das denn und was soll das denn? Und wie kann ich das jetzt möglichst schnell, ne, wegdrücken oder vermeiden, dass ich irgendwie wirklich diese, wie es heißt, losgelöste Nähe, diesen losgelösten Kontakt herstellen soll. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt ein Soll ist, dass man das tun soll, dass man losgelöste Nähe herstellen soll, die leidvollen Eindrücke, dass man sie fühlen sollte, das würde vielleicht wieder das noch zusätzlich erschweren, wenn man unter dem Muss steht und dem Sollte. Ich sollte eigentlich, weil dann kommt auch gleich manchmal so komplex und kompliziert, wir sind ein Widerstand, ne, gegenüber solchen Vorstellungen und Vorschlägen, sondern auch eine ganz natürliche Art und Weise ein Interesse entwickeln, wenn es irgendwo wehtut, wenn es irgendwo schmerzt. Was ist der effektivste Bezug dazu oder der direkteste Bezug auch? So dass ich wirklich damit in Kontakt sein kann, dass ich auch da bleiben kann und dass ich aufhören kann, unnötige Fragen zu stellen und Bedingungen zu stellen, was damit geschehen soll. Sondern dass ich mich ganz vertrauen kann oder verlassen kann auf diesen Prozess des Einstimmens natürlich mit Achtsamkeit und Weisheit. Mit der Fähigkeit, die wir haben, eben aus der direkten Erfahrung, so wie sie im Moment auftaucht, daraus zu lernen. Wir brauchen nicht auf morgen zu warten oder auf den nächsten Moment oder die nächste passende Gelegenheit oder ein angenehmeres Gefühl oder angemesseneres Gefühl. Es ist immer eigentlich die Aufforderung für solche Betrachtungen sind immer eigentlich direkt gegeben in jedem einzelnen Moment. Wir brauchen das nicht aufzuschieben und auch nicht eben auf extreme Dinge zu warten, sondern schon die kleinen Irritationen und Frustrationen und Gefühl des Überdrusses, der Langeweile und so weiter sind Themen, die wir direkt nutzen können, anwenden können und uns fragen können. Und wenn ich mich damit ein bisschen vertraut mache und das näher an mich ranlasse und dann eben so bewusst wie möglich bin, so achtsam wie möglich, so klar wie möglich, so behutsam wie möglich, so respektvoll wie möglich auch, es ist auch sehr wichtig, dass wir den Eindrücken gegenüber respektvoll sind. Ja, wenn wir
direkt im Widerstand sind, das ist nicht sehr respektvoll. Wenn es Nein heißt, dann ist das kein Ausdruck für Respekt. Aber Respekt ist ja auch insofern angebracht, wenn wir den Dingen respektvoll entgegentreten. Und dann sagen wir damit, dass also in diesem Besucher, ne, diese Eindrücke, auch gerade die schmerzvollen Eindrücke, sind nur Besucher in unserem Geist, vorübergehende Gäste. Die wollen uns vielleicht was mitteilen. Vielleicht nur eine kurze Botschaft, eine kurze Message, bevor sie sich wieder verflüchtigen und weiter bewegen. Ne? Aber wenn der Respekt nicht da ist, wenn wir es nicht wirklich anerkennen und zulassen und eben diese losgelöste Nähe herstellen dazu, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir überhaupt etwas mitgeteilt bekommen. Also wenn wir das jetzt personifizieren, dass diese Person uns überhaupt bereit sein wird, uns irgendetwas mitzuteilen. Wie reagiert ihr, ne, wenn euch jemand mit Aversion und Widerstand gegenübertritt? Dann öffnet ihr euch dann und gebt etwas von euch preis oder teilt etwas von euch mit oder teilt überhaupt irgendetwas. Das ist normalerweise nicht der Fall. Und insofern könnte man diese, ne, die einzelnen Erfahrungen, die wir machen, gerade eben das, was für uns herausfordernd ist und potenziell sich qualifiziert für eine richtig schöne Dukkha-Erfahrung, wir könnten sie richtig so als Personen bezeichnen, als Besucher bezeichnen. Ne? Vielleicht hilft es gerade auch, wenn man gerne das mehr so in den plastischen Raum bringt, ins Bildliche, anstatt im Abstrakten zu lassen. Ne? Das sind quasi so Wesenheiten, die, ne, uns eben für ein paar Momente besuchen. Und woher kommt oft der Eindruck, dass es nicht nur ein paar Momente sind? Ne? Oft ist ja der Eindruck da, also der macht sich hier ganz schön breit. Ne? Also, es ist kein Besucher, sondern der hat irgendwie sein ganzes Gepäck mitgebracht und fühlt sich hier ganz wie zu Hause. Ne? Er möchte sich hier so richtig breit machen und nimmt den bequemsten Ohrensessel und sagt so, jetzt versuchen wir mich hier rauszukriegen. Ne? Streng dich mal an. Das wird nicht so, das wird dann natürlich nicht so gut kommen. Ne? Aber wir haben natürlich, subjektiv gesprochen, wir haben diesen Eindruck, ne? Wir haben oft diesen Eindruck, dass da sich was nicht bewegen will, dass die unangenehmen Gäste widerspenstig sind, dass sie eben nicht genau, ne, wie es gestern Abend erwähnt wurde, dass sie nicht das tun, was wir wollen, was wir erwarten, was wir uns wünschen. Aber was, ne, was kann ihnen dabei helfen, könnte man sagen, dass sie sich wirklich als Gäste betrachten und nicht als wohnhaft, als wohnhaft in unserem eigenen Herzen. Und diese kleine Empfehlung, also diese losgelöste Haltung, aber gleichzeitig, ne, wir heißen die Gäste willkommen, sagen, okay, willkommen, sind vielleicht sogar bereit, ein Tässchen Tee anzubieten, aber ne, unter der Vorgabe, ne, das ist jetzt nicht, hier gibt es jetzt nicht endlos Tassen Tee. Wie manchmal, wenn man in England bei jemandem zu Besuch ist, dann hört das mit dem Tassentee gar nicht mehr auf. Wir sind ja jetzt hier nicht in England. Wir können also unsere Lösung finden. Ne? Ein Tässchen Tee reicht. Und dann danke für den Besuch, danke für das, was du mit mir geteilt hast, was du mir offenbart hast und so weiter. Da bin ich sehr dankbar darüber. Okay, und dann kann sich, ne, dieser Besucher auch wieder verabschieden. Also nur auf diese Art und Weise jetzt so betrachtet, dann sieht die Sache gar nicht mehr so furchtbar dramatisch aus. Ne? Sieht gar nicht mehr so aus, als müssten wir irgendwie massive Anstrengungen unternehmen, um das, was uns also unangenehm erscheint oder belastet erscheint, jetzt herauszukomplementieren. Es ist einfach nur der rechte Bezug dazu, ne? Die rechte Haltung dazu. Und natürlich jetzt übertragen auf unsere Meditation. Es hilft natürlich, wenn wir innerlich gelassen sind, wenn wir von einer, sagen wir mal, relativ gleichmütigen Haltung kommen, gelassenen Haltung herkommen und nicht gleich in Panik geraten, wenn der Besucher kommt, oh, es ist wieder der war letztes Mal schon so unangenehm, hat seine Stinksocken ausgezogen mitten im Wohnzimmer. Und das macht er bestimmt wieder jetzt. Ne? Ich mag das nicht, ich hasse das.
Ne, diese Panik-Dinge, die man auch hat. Manchmal auch gerade gegenüber den Dingen, die man schon kennt. Ne? Weil man letztes Mal überwältigt war davon, von diesem Gast, hat man Angst davor, dass man beim nächsten Mal wieder überwältigt wird und so weiter und so fort. Ne? Aber das ist wiederum so eine Vorwegnahme. Ne? Wir antizipieren da etwas, was eben nicht da ist. Ja, es war letztes Mal so. Letztes Mal hat er seine Stinksocken ausgezogen, das war unangenehm. Aber das muss jetzt nicht unbedingt wieder so weit kommen beim nächsten Mal. Ne? Es kann so sein, dass er, also es ihm erstmal gar nicht gestattet wird, seine Schuhe auszuziehen. Und einfach dann die Höflichkeiten ausgetauscht werden und dann ne, dieser Besuch dann auch möglichst schnell zu Ende gehen kann. Also Gelassenheit hilft, ne, eine innere, ja, in unserem Zusammenhang würde man sagen, eine Sammlung, wenn wir es jetzt direkt übertragen auf die Meditation. Man hat einen Zufluchtsort, einen Anker, von dem aus man eben diese Dinge betrachten kann. Und dann kommt das ganz anders, als wenn wir eben so in der leicht aufgeregten und nervösen und angespannten Oberflächenstimmung sind. Ne? Wo wir sehr oft gesteuert sind eben von Vorwegnahmen, von Angst, auch natürlich Ängsten, die uns steuern. Oder vielleicht sogar von Gefühlen der Hoffnungslosigkeit, ne? Wenn man bestimmt mit bestimmten Themen schon x-mal zu tun gehabt hat und man hat irgendwie nicht den richtigen Zugang bekommen, vielleicht war eben diese Haltung der Zuwendung nicht losgelöst genug, war verkrampft, angespannt, Bedingungen stellend oder es war nicht genug Nähe da, wir haben es uns nicht getraut, wirklich nah heranzugehen. Wir haben es nicht gewagt, die Tür aufzumachen, nur so einen Spalt, wer ist da? Und schnell wieder zu, weil es uns beängstigt hat. Und von daher konnten wir also diesen Besucher gar nicht wirklich kennenlernen. Aber eben, die Weisheit suggeriert uns, die uns in der Weisheit suggeriert uns, mach die Tür ruhig auf, sei ruhig ein bisschen mutig, widme dich dem, wenn es eine leidhafte Struktur ist, auch ein weiteres Brahma-Vihara neben der Gelassenheit, dem Gleichmut, eben das Mitgefühl kommt sehr gut, ebenfalls in Bezug auf uns selbst. Wenn wir das ebenfalls genau wiederum so plastisch betrachten. All diese Besucher, die wir haben, sind ja auch gewissermaßen Wesen, die leiden, ne? Die irgendwie mit sich im Unreinen sind, die Schmerz empfinden und so weiter. Und wenn wir Mitgefühl haben können für das, also jetzt wiederum in uns selbst, ist es auch eine Haltung, die uns von der Reaktivität, von dem ich muss da was mitmachen und weg damit, oder wie kann ich das ausrotten, wie kann ich davon wegkommen, die dem entgegensteuert. Ein Mitgefühl ist ja immer ein Schritt auf jemanden zu, wenn wir es jetzt in der äußeren Welt tun. Ne? Es ist immer ein Anteil nehmen, ein Interesse haben an dem, was bei jemandem anderen, der vielleicht in Schwierigkeiten ist, was bei dem passiert, sind bereit zuzuhören, wirklich auch uns davon berühren zu lassen. Wir schotten uns nicht ab und gehen in so eine Haltung des Mitleids, ne, so ein gekünsteltes Mitgefühl, wo wir uns innerlich distanzieren davon. Ne, das machen wir nach außen und das machen wir nach innen genauso. Das geht in beide Richtungen. Diese Distanznahme von dem, was da an uns herankommt. Ne. Deswegen besteht da auch eine Verbindung. Wenn wir von uns unsere eigenen leidhaften Strukturen, Aspekte nicht mit Mitgefühl begegnen können, dann ist es auch wahrscheinlich, dass wir das nach außen hin auch nicht so gut hinkriegen. Umgekehrt natürlich genauso. Aber da besteht durchaus ein Zusammenhang. Und natürlich ist es immer empfehlenswert, vor der eigenen Haustür anzufangen, vor der eigenen Haustür zu schauen, wie sieht's denn damit aus? Wie sieht's mit den leidhaften Aspekten in mir selbst aus? Kann ich denen so begegnen, dass es nicht gleich wieder ausartet in einem weitere Komplikationen, weitere Komplexitäten, weiteres Drama, kurzum gesagt. Also diese Überlegungen, denke ich, sind sehr hilfreich, auch für uns im Retreat, für alle Eindrücke, wo auch nur die Spur einer Frustration ist, die Spur einer Unzufriedenheit, die Spur einer interessiert euch dafür, ne? Und lasst diese Vorstellungen, Ideen und so weiter
die sich in die Zukunft richten, Wünsche von irgendwelchen Zuständen und Erfahrungen, die man gerne machen möchte, lasst die einfach wirklich mal hinten anstehen und interessiert euch wirklich für das, was da jetzt als nächster Gast bei euch auf der Schwelle steht. Und dann aus eben dieser der angemessenen Begegnung, aus dieser losgelösten Nähe, mit so viel Gelassenheit, so viel Sammlung, so viel Mitgefühl wie möglich, ne, was sich daraus entwickelt. Was ist das? Was ist für uns das Resultat, wenn wir das tun? Und da möchte ich gar nicht weiter vorwegnehmen, sondern einfach euch das ans Herz legen, das zu tun, ne? Die Courage zu haben, den Mut zu haben, das zu tun, als auch eben die Hoffnungen und Erwartungen auf etwas anderes in der Zukunft, das ein bisschen hinten anzustellen. Das einfach zu registrieren, wenn solche Mechanismen da sind. Ich wünsche mir ein schönes Erlebnis oder ein erbauliches Erlebnis. Ich wünsche mir die ersten 2, 3 Stufen des Erwachens und so weiter. Wir lassen diese Dinge einfach mal für sich stehen, ohne uns daran zu orientieren. Das ist ja auch oft das Paradoxe im spirituellen Leben, auch im Buddha-Dhamma, in der buddhistischen Lehre, obwohl da so viele Hinweise sind auf verwirkliche Zustände, auf Stufen des Erwachens und so weiter, auf das Erwachen schlechthin. Dass letztendlich, wenn wir uns mitten in der Praxis befinden, dass wir dann sogar solche Dinge loslassen sollten. Ne? Denn wenn wir immer nur fixiert sind auf das, was da vielleicht als höchstes Potenzial, als höchste Verwirklichung auf uns wartet, verpassen wir immer wieder den gegenwärtigen Moment. Ne? Es ist immer so wenigstens eine subtile Form von wir schielen immer wenigstens mit einem Auge in die Richtung und sind halbherzig in unserer Zuwendung gegenüber dem, was ist. Und diese Halbherzigkeit ist genau das, was uns eben von der Annäherung an das Erwachen fernhält. Ne? Wir haben dann vielleicht sogar im Laufe der Zeit das Gefühl, die Distanz zum Erwachenspotenzial wird größer, anstatt dass sie kleiner wird. Ne? Und das ist natürlich bedauerlich. Und das könnte einen potenziell sogar entmutigen, weitere Schritte zu tun, sich weiter damit zu beschäftigen. Während es in Wirklichkeit nur einfach eins braucht, das ist eine kurze Blickänderung, ne? Richtungsänderung des Blicks, anstatt auf die unmittelbare oder entfernte Zukunft zu schauen, wenn diese Zukunft auch nur der nächste Moment ist, schauen wir unmittelbar dahin, was ist. Ne? Manchmal braucht es wirklich so eindringliche Mottos, um den Punkt wirklich nach Hause zu bringen, ne? Wie wir es heute Nachmittag in einer der Gruppen gesagt haben. Da wurde erwähnt, so die Lederlegung von Ajahn Sumedho, der am Ende seiner Zeit in Europa immer schlichter geworden ist auf eine Art und Weise, immer mehr sich auf bestimmte eindringliche Mottos versteift hat und versucht hat, die seinen Schülern einzuhämmern. Vielleicht weiß nicht, ob auch ein Element der Frustration damit reinspielte, weil wenn man es zu komplex einkleidet, viele Leute den Punkt nicht kriegen, aber dann immer wieder so diesen Hinweis, so ist es, it's like this. Ne? Und damit ist das ist immer der Hinweis auf die Unmittelbarkeit. Ne? Was erfährst du jetzt? Was erlebst du jetzt? Genau so ist es. Ne? In diesem Moment, was erlebst du in diesem Moment? Das ist es. Und es hört sich kurios an für manche Ohren. Ich denke, vor allen Dingen für Ohren außerhalb dieses Raums wäre das wahrscheinlich äußerst kurios. Aber ich hoffe, ihr versteht das. Ne? Ich hoffe, ihr könnt da was mit anfangen, mit diesem Hinweis. Ne? Wenn man eben nicht von außen kriegt, was bleibt uns anders übrig? Dann müssen wir uns den Hinweis geben, oder? So ist es jetzt. Das ist jetzt hier. Und manchmal muss man es einfach vielleicht sogar innerlich aussprechen. Ne? Dieser Gemütszustand, dieser Eindruck, dieses unangenehme Gefühl oder auch dieses angenehme Gefühl, das ist jetzt meine Realität, okay. Und dann, was tut das mit mir? Was ist da für eine Vehemenz dahinter? Was für ein Druck? Will es was mit mir machen? Ja. Will es mich in irgendeine unbewusste Richtung drängen? Will es mich drängen dazu, etwas damit zu tun? Mich dagegen zu wehren, es zu ergreifen? Oder was will es tun? Ne? Und eben aus dieser Unmittelbarkeit der Begegnung ergeben sich sehr, sehr aufschlussreiche Informationen über die Art und Weise, wie wir gestrickt sind, wie wir funktionieren, ne? In Bezug auf unser eigenes Verhalten.
und eben in Bezug vor allen Dingen auf diese vielen verschiedenen Gäste und Besucher, die wir im Laufe eines Tages so erleben.